Boah, Mensch. Worldwide Wohnzimmer wurde schon wieder als beste Comedy-Show für den Deutschen Comedy-Preis nominiert. Mensch, aber diesmal haben wir eh keine Chance. Also nicht auf den Link in der Infobox klicken und nicht täglich für uns voten. Lasst uns das Ding gemeinsam verlieren. Hold auf! Hold auf! Es sind immer die gleichen! Mit zwei Geistesgestörten. Let's go. Pausenbrot! Kassierer! Kastenbier! Brot! Teigmantel! Kokosnuss! Kacke! Pipi! Puff! Puff! Schwanzsaft! Und damit herzlich willkommen zu Korrekt oder Weg, das Quiz mit Tisch. Heute mit Julien Bam! Und Thomas Töpper! Thomas, du bist nicht nur Wildcarder, du hast dich hier ganz normal beworben, sondern du bist auch der Producer von Julien Bam. Was ein Zufall. Was ein krasser Zufall. Freunde, wenn ihr euch denkt, ihr möchtet mal hier mitmachen bei Korrekt oder Weg, dann schreibt jetzt in die Kommentare, warum gerade ihr die Auserkorenen sein sollt. Du, was ist dein Special-Gebiet? Worin kennst du dich gut aus? Wenigen Dingen. Thomas, dein Spezialthema? Alles Mögliche. Fußball wäre ganz cool. Hier und da mal. Hauptstadt von Ungarn. Barcelona. Heute geht es natürlich auch um die goldene Tischplatte. Ich als Rekordgewinner werde wieder versuchen, diese Platte zu verteidigen. Nicht der Rekordgewinner. Es gibt keinen, der dieses Quiz so oft gewonnen hat. Das stimmt wie einfach nicht. Die gehört also quasi mir. Ich werde sie erstmal in meine Anzug, wie die Ehrlich Brothers. Guck mal alle hin. Guck mal hin. Wo ist sie? Wo ist sie? In deiner Hand. Wo ist denn die Platte jetzt? Schau mal hinter deinem Ohr. Hä? Ach, da! Wow! Krass! Jetzt schau mal unter deinem T-Shirt. Was? Ey, das ist ja der Hammer! Das geht ab. Thomas, guck mal unter deiner Achsel. Auf meinem Kopf. Auf deinem Kopf. Auf deinem Kopf. Ja, auf deinem Kopf. Hier. Ja, hier. Das gibt's doch nicht! Tja, gut. Haben uns auch abgefrühstückt. Welche Währung hatte Deutschland vor dem Euro? D-Mark. Welcher Tag folgt auf den Mittwoch? Donnerstag. Was heißt Donnerstag auf Englisch? Thursday. Was reimt sich auf Kotze? Fotze? Wie heißt der aktuelle Trainer des FC Bayern München? Stefan Nagelsmann. Julian Nagelsmann! Oh. Aber Nagelsmann an sich hätte nicht gereicht, ne? Natürlich kein Alkohol, immer wieder gesagt, kein Alkohol. Wir kriegen ein neues Glas, oder? Ja. Perfekt. Nenne ein Wort, das für das Jugendwort des Jahres 2021 nominiert ist. Akkurat. Fuck. In welche Stadt muss ich gehen, wenn ich den Louvre besuchen will? Paris. Wer ist seit kurzem wieder mit Jennifer Lopez zusammen? Ben Affleck. Stark. Wow. Auf welcher Insel wurde Cristiano Ronaldo geboren? Sehr gut. Das wusste ich ja gar nicht. Auf Madeira? What the fuck? Gib dir, Benni, zwei Leben. Du darfst nicht mehr verkacken. Tja. Julien Bam, du bist ein Internet-Superstar und dich werden die Leute kennen. Sag mal ganz kurz, wie ist das so, wenn dich Leute anschreiben, kannst du mir mal ein Video, ein Grußvideo machen für meine Hochzeit? Wie oft passiert das? Nie. Aber Grußvideos für meinen Geburtstag oder so? Boah, würde mir wünschen, wenn das mal passieren würde. Hast du schon mal Nacktbilder geschickt bekommen von irgendwelchen Leuten? Random, guck, bewerte mal meine Eier oder so. Ja. Ja, ne? Von dir gestern. Und? Bist du eine Bewertung schuldig? Ich bin noch dabei. Ja. Und Thomas, du bist auch der Producer von Julien Bam. Mhm. Und wie ist das Leben an der Seite eines Internet-Superstars? Es ist, ist gut. Ist gut. Es ist sehr, bekommst sehr gut. Bekommst du oft Vorteile, weil du Julien Bam kennst? Dass du irgendwie in der Business-Class... Ich darf sein Auto fahren. Ach, klasse. Mhm. Diesen riesengroßen Mustang, ne? Der ist geil. Mehrere. Was für ein Ding, ey. Ja. Und oder in der Business Class mal sitzen und ein Brezel kriegen oder so? Nee. Oder beim PCR-Test vorgelassen werden, solche Geschichten im Jahr 2020. Ja, passiert und direkt hier ein negatives Ergebnis bekommen, ohne den Test zu machen. Genau. Viel Geld auch, ne? Sehr, sehr viel, sehr viel Geld. Alles klar. Man kann seine Mitarbeiter auch bezahlen, Benni. Sollte man sich mal überlegen. Das ist ein gutes Konzept. Ich zahle gerne in Gouda und in Trauben. Das ist eine Währung, die bei mir in der Benni-Welt stattfindet.
Von welchem US-amerikanischen R&B-Sänger stammen Hits wie 24K Magic und That's What I Like? Bruno Mars. Welcher US-Bundesstaat wurde damals für 7,2 Millionen Dollar von Russland abgekauft? Alaska. Wie hoch ist beim Pokern der Big Blind, wenn der Small Blind 300 beträgt? 600. Welchen Beruf übt der US-Amerikaner Steve Wolf, auch bekannt als Johnny Sins, aus? Pornodarsteller. Welcher YouTuber, Rapper und neuerdings auch Reality-TV-Teilnehmer heißt bürgerlich Rustem Ramay? Leon Mascher. Leon Mascher heißt so? Hey Freunde! Krass, mach ich mal. Moin Leute, moin Freunde! Neuer Prank hier am Twitter Bam! Boah, da hat aber auch in diesem Fall jemand reingepisst. Das sind Vitamine pur, für, ist ein Sportlergetränk. Ist wie ein ISO-Drink. Du drei Tage grün, wenn du das trinkst. Und weg. Oh, das Trommel. Das sind die Bilder, die wir wollen. Genau, ich höre es klacken. Ja, genau. Schieß. Ja, ja, schieß ab, Marc. Schieß die Bilder. Boah. Benni hat mir in letzter Zeit ganz oft Bilder von Bruno Mars geschickt, dass er ganz klein ist. Der ist extrem klein. Der ist so klein tatsächlich. Ich habe ihn mal gesehen, ja. Der ist richtig klein, ne? Ja. Aber der ist sehr klein, ne? Der ist sehr, sehr, ist sehr klein. Sehr ne? klein. Extrem klein. 1,65, so klein ist der, ne? Ja. Der ist klein. Der ist auch sehr klein. Breit. Und aber auch sehr klein. Ja. Sehr breit, ja. Der ist ein Kasten eigentlich. Ich glaube, Bruno Mars ist sehr klein. Aber der ist auch klein, habe ich gesehen. Klein. Klein und kompakt. Und breit. Kompakt, und breit. Ja. Breit, wie ein Karton. Aber der war letztens neben Taylor Swift, da war der total klein. Richtig, aber der ist sehr dünn. Aber ist Taylor Swift nicht auch sehr groß? Genau, sie ist sehr groß, aber dafür ist sie sehr rund und er ist so quadratisch. Genau. Schon. Aber Bruno Mars ist sehr klein. Das hast du jetzt gesagt. Okay. Was gibt es nicht? Rote, braune oder weiße Blutkörperchen? Braune. Sehr gut. Was ist die Hauptstadt von Dänemark? Billund. Nee, nicht Billund. Kopenhagen. Billund ist das Legoland. Kopenhagen. Und jetzt ist der erste Shot fällig. Halt irgendwas Essigmäßiges drin, ja. oder? Tja, seht ihr euch eigentlich jeden Tag? Habt ihr ein Büro, wo ihr euch trefft? Oder macht ihr alles über Zoom-Meetings? Das ist das erste Mal, dass wir uns sehen. Ja, nach 20 Jahren ja. alles Zusammenarbeit. Ja. Ihr macht eine Serie für einen Streaming-Anbieter. Wann kommt die raus? Wann können wir uns drauf freuen? Oder ein Film? Erzählt mal ein bisschen mehr. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder was passiert ist. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Julian, der Influencer. Ich will nur zu meiner Managerin. Gut, da freuen wir uns sehr drauf. Wenn ich erzählen willst, erzähl nicht. So, weiter geht's. Jalla. Benni macht auch eine Serie mit Netflix. Ich mache eine Serie für Amazon Prime. Nein, Benni spielt Stromberg in den jungen Jahren. Wie ist er geworden? An der Seite von Anke Engelke. Mach ich klasse, ja. Ich mache eine neue Serie. Frau Jordan stellt ungleich. Mit die Frau wieder Kaffee kochen! Weiter geht's. Ich bin ja nicht in einer Irrenanstalt hier. Welchen Ex-Ministerpräsidenten Italiens verbindet man mit Bunga-Bunga-Partys? Das ist der Berlusconi. Flavio. Berlusconi. Da war das aber schon richtig. Der ist so eine Marke. Weil du gerade einen guten Gag gemacht hast, lass mich nicht drin, aber du läufst echt Gefahr. Gefahr. Silvio. Mit welchem Wrestler verbindet man diesen Song? John Cena. John Cena. Easy. Warum krieg ich keine Wrestling-Fragen? In welcher Fußballmannschaft spielen Gianluigi Donnarumma, Anno Calimuendo und Sergio Ramos? Paris Saint-Germain. Stark. Wie ist der wirkliche Name von Baby Yoda aus der Disney-Serie The Mandalorian? Ach, shit. Sag was! Ich weiß es nicht mehr. Matthias! Ich habe mich so lange vor den Leaks geweigert, dass ich gar nicht erst abgespeichert habe. Das ist die Antwort. Ja, Grogu. Grogu, boah, ja. Keine Warte, wer heißt so? Baby Yoda heißt Grogu? Ja, der heißt Grogu. Aber ich dachte, das ist Yoda. Ich dachte auch, das ist Yoda. Das ist doch nicht Yoda. Yoda ist der Familienname, oder? Nein, der kleine Yoda ist der große Yoda. Nein, nein, nein. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Ich blicke bei Star Wars nicht durch. Ich hasse Star Wars. Ja, richtig. Wenn ich einfach sagt. Also, ihr scheiß Trekkies da draußen. Ah, nee, ist was anderes. Ne? Oh. Ja. Bah, das du ist darfst so fies. Nicht mehr verkacken, sonst bist du aus dieser phänomenalen Runde ausgeschieden. Ich auch, ne? Das ist richtig, was er sagt. Ist eine Blindschleiche eine Echse, ein Fisch oder eine Schlange? Eine Schlange. Ist keine Schlange? Ich auch gedacht. Ich hätte auch Schlange gesagt. Auch Schlange gesagt. Genere gradieren, ja. Halt nichts, ne? Halt nichts.
Wegen der Kopfverletzung. Ich weiß, das ist natürlich hier wegen meiner Kopfverletzung. Wegen den Bauarbeiten in der BAM School hat der Benni, ist der Benni ein Ziegel auf den Kopf gefallen. Kurz nach 4, Konterbier. Weiter geht's. Welcher kanadische Rapper nennt sich auf Instagram Champagne Puppy? Drake. In welcher Boygroup begann Ronan Keating 1993 seine Karriere? Das ist... Oh, scheiße. Take That, oder? Nee. Boyzone? Boyzone, ja. Okay. Welchem Himmelskörper wurde im Jahr 2006 der Planetenstatus aberkannt? Dem Mond? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Weißt du, was für eine Frage? Saturn. Pluto. Ah. Ach stimmt, der ist ja eine Comicfigur. Wir haben heute die Arschfragen bekommen, Thomas. Mach dir nichts draus. Nee, streng nicht nach. Und deinen Spruch musst du machen, bevor du rausfliegst. Ey, ich hab keinen Schritt. 3, 2, 1, ich bin weg. Tschüss. Es ist soweit. Julian Bam und ich, wir stehen im großen Finale und spielen. Entweder oder. Wahr oder falsch? 20 plus 20 ergibt 0. Falsch. Neapel ist eine Stadt in Italien. Wahr. Der amtierende US-Präsident heißt Adam Sandler. Nein, falsch. Bruce Wayne ist Batman. Wahr. Katzen haben 4 Pfoten. Wahr. Laut Eigenaussage hat Farid Bang 3 Beine. Wahr. Eminem heißt bürgerlich Marshall Bruce Mathers der Dritte. Wahr. Chuck Norris ist Anhänger des Kreationismus und hält die Evolutionstheorie für falsch. Falsch. Ah, das wusste ich. Das ist dann. Das kann man sich gar nicht. Aus seinen Tränen sind entstanden. Hat einen Marvel-Bösewicht gespielt oder nicht? Martin Semmelrogge. Nicht korrekt. Schade. Tom Hiddleston. Korrekt. Til Schweiger. Nicht korrekt. Josh Brolin. Korrekt. Wolfgang Barrow. Nicht korrekt. Kevin James. Nicht korrekt. Daniel Brühl. Korrekt. Was? Michael Fassbender. Ich würde sagen korrekt. Willi Tomczyk. Nicht korrekt. Werner Schulze-Erdl. Nicht korrekt. Robert Downey Jr. Korrekt. Nein! Ja, mehr, was ist jetzt dies? Obwohl, sie ist so falsch! Er war verwirrend! Ich höre den Namen und denke so, ja, ist richtig. Elon Mann war er. Elon Musk war das, der genau. War Stein, der war richtig. Eisenmann. Ja. Also, ihr habt beide noch ein Leben auf Deutsch. Wir krönen den anderen. Ich gewinne das. Heute ist mein Gewinnertag. Heute steht mein Mondzeichen im Stern des Zyankalis. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. War mit Taylor Swift zusammen oder nicht? Tom Hiddleston. Nicht korrekt. Oh! Und damit gewinnt Julian Bam die goldene Tischplatte! Die ist für dich, Ju. Das geht gerade extrem schnell, ganz kurz. Taylor Swift war mit Tom Hiddleston zusammen? Wir werden jetzt gleich vertiefen. Erstmal nimmst du einen ordentlichen Schluck. Du fühlst dich einen Autounfall an. Ich weiß gar nicht, was passiert gerade. Oh, shit. Großer Applaus an Thomas! Und wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier sitzen, dann schreibt mal eine tolle Begründung in die Kommentare. Warum zieht ihr uns ab? Hier oben gibt's jetzt ein tolles Video von Funk und zwar von Simplicissimus. Warum deine Leberwurst nur 1,09 Euro kostet. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt, oder? Weg das Kiss mit Tisch. Auf Wiedersehen und Farewell!